Möchten Sie Aufgaben mit mehrfach geschachtelten Stromteilern sicher und schnell und vor allem richtig lösen können, dann sind Sie hier in diesem Video richtig. Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen Elektrotechnik-Rezept. Ich möchte Ihnen heute anhand dieser etwas komplexeren Aufgabe mit drei ineinander geschachtelten Stromteilern zeigen, wie Sie mit der Direkt-Hineinmal-Methode in der Klausur unerreicht schnell sind, den Überblick über die Aufgabe behalten und vor allem sicher und schnell zum richtigen Ergebnis kommen. Bei diesem Netzwerk aus 7 Widerständen ist der Gesamtstrom I gegeben und gesucht ist der Strom I5 hier ganz innen drin. Wir haben es hier also mit drei ineinander geschachtelten Stromteilern zu tun. Hier ist einer, da ist einer und hier ist auch noch einer. Da wir den ankommenden Gesamtstrom I gegeben haben, brauchen wir die Variante 1 der Stromteilerregel. Die lautet I1 gleich I Gesamt mal R2 dividiert durch R1 plus R2. Der Strom, den wir ausrechnen, ist also immer eine Teilmenge des oben ankommenden Gesamtstromes. Es gibt noch eine andere Variante des Stromteilers, nämlich die Variante 2. Und dazu und warum die Stromteilerregel so ist, wie sie ist, dazu finden Sie mehr in diesem Video. Wir geben jetzt den Strömen einen Namen, die wir voraussichtlich brauchen werden. Das sind die Ströme I2 und I1. Nun stellen wir die drei Stromteilergleichungen auf. I5 ist gemäß Stromteilerregel Variante 1 gegeben durch 2 mal R4, also Widerstand im gegenüberliegenden Zweig, ganz wichtig, geteilt durch R4 plus R5. I2 wiederum ist gegeben durch I1 mal R3, also wieder Widerstand im gegenüberliegenden Zweig, geteilt durch R3 plus R245. R245 sind die Widerstände R2, R4 und R5 zu nur einem Widerstand zusammengefasst. Und I1 hängt von dem ankommenden Gesamtstrom I ab über I mal R67, also wieder Widerstand im gegenüberliegenden Zweig, geteilt durch R67 plus RA. RA ist der aus den Widerständen 1 bis 5 zu bildende Gesamtwiderstand. Damit wir da nicht so viele Indizes dran schreiben müssen, nennen wir deswegen den Gesamtwiderstand der Einfachheit halber jetzt RA. So, das war das Aufstellen der drei Stromteilergleichungen. Und jetzt bestimmen wir die Widerstände, beziehungsweise wir fassen die Widerstände zusammen, die wir gemäß der drei Stromteilergleichungen brauchen. Und zwar sind das R245, R67 und der RA. Wir fangen dafür von innen an, also immer mit der kleinstmöglichen Einheit beginnen. So, wir nehmen uns jetzt einen Stift, also beispielsweise einen blauen Stift, ist nämlich in der Klausur zugelassen, da kann man das schon mal so ein bisschen üben. Und dann malen wir das Zusammenfassen der Widerstände direkt in das Netzwerk hinein. Das spart unheimlich viel Zeit und ja, deswegen machen wir das jetzt. R4 parallel R5 ist also 40 Ohm mal 60 Ohm dividiert durch 40 plus 60 Ohm ergibt 24 Ohm. R2 dazu in Reihe gibt 60 Ohm. R67 ist die Summe aus 10 Ohm und 20 Ohm, weil die halt beide in Reihe liegen und auch diesen Wert schreiben wir direkt an die beiden umkreiselten Widerstände. Für den RA rechnen wir zunächst R3 parallel zu den 60 Ohm. Zwei gleiche Widerstände parallel gibt einen Gesamtwiderstand, der genau halb so groß ist wie der jeweilige Einzelwiderstand. Also in diesem Fall hier die Hälfte von 60 Ohm ergibt 30 Ohm. Das schreiben wir wieder direkt dran und addieren jetzt noch den in Reihe liegenden R1. Der hat auch 30 Ohm, gibt also zusammen 60 Ohm. Jetzt haben wir alles griffbereit, um die Ströme auszurechnen. Dazu beginnen wir mit dem oben ankommenden Hauptstrom I und arbeiten uns dann von oben nach unten. Wir setzen die Werte ein für I, R67 und für RA und bekommen dann einen Strom I1 von 1,11 Ampere. Dann machen wir weiter mit I2, setzen I1, R3 und R245 ein und erhalten für I2 0,555 Ampere. So, jetzt sind wir fast fertig. Das I2 setzen wir in die unterste und letzte Gleichung ein. Auch den Wert für R4 und R5 setzen wir ein
Und das ist unser gesuchtes Endergebnis, nämlich der Strom I5 gleich 0,22 Ampere. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier mit dieser Aufgabe etwas weiterhelfen und Ihnen zeigen, dass diese direkt in die Aufgabe hineinmalmethode wirklich unerreicht schnell ist und man behält auch in der Klausur die Übersicht über das, was man da tut. Damit Sie das hier Gelernte auch noch ein bisschen verfestigen, habe ich Ihnen hier eine kleine Übungsaufgabe mitgebracht. Das ist ein zweifach geschachtelter Stromteiler und das Ergebnis dieser Aufgabe finden Sie unten in der Infobox. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie werden in Ihrer nächsten Klausur richtig viele Punkte bekommen, aufgrund dessen, dass Sie souverän mit der Stromteilerregel umgehen können. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute und vielleicht sehen wir uns später wieder bei einem anderen Tutorial. Tschüss!